Also, willkommen zurück zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Und wir wissen nicht, was wir hier machen sollen, aber wir wissen, dass sich dieses Ding hier dreht. Es gibt wohl nur diesen einen Weg. Hast du gemerkt, dass die Drehung des Raums von deiner Blickrichtung abhängt? Nein, habe ich nicht. Moment. Jetzt habe ich es gemerkt. Sehr gut. Das freut mich sehr. Eigentlich will ich hier gar nicht abspeichern. Oh, okay, ich wollte hier abspeichern. Ja, volle Lebenspunkte. Sweet. Okay, es gibt wohl nur diesen einen Weg und zwar hier entlang. Mal gucken, was jetzt auf uns warten wird. Oh, wer seid ihr denn? Hallo. Sei gegrüßt, ich bin Professor Leverat, Historiker aus einem fernen Land und hier, um die Legenden des Königreichs von Monsterworld zu studieren. Hallo, ich bin Jin. Was führt euch zu, was führt euch zwei hierher? Was gibt euch das an, Kumpel? Vielleicht stehen wir beide einfach nur gern vor Tempeln rum. Boah, den gar nicht. Er ärgert sich nur, weil ich etwas Wichtiges verloren habe. Einen Schlüssel, um es genauer zu sagen. Ein Schlüssel? Ich wette, dass man damit diesen Tempel, in diesen Tempel hineinkommt. Oh Mann, wofür soll der Schlüssel denn sonst gut sein, du Blitzbirne? Für den Kühlschrank meiner Mutter? Nun gut. Wie dem auch sei, wir wollten eigentlich diese uralte Gruft erkunden. Aber der mir vom Museum anvertraute Schlüssel ist verschwunden. Ich muss ihn bei unserer Ankunft heute Morgen fallen gelassen haben. Hilfst du mir, die Gegend abzusuchen? Kein Problem. Ich kann mich mal umsehen. Plom. Okay. Aber hier geht's doch sicherlich... Aha. Hier geht's sicherlich nur nach rechts. Nicht immer den offensichtlichen Weg gehen. Plom. Okay. Okay, wurde hier immer kleiner und kleiner. Mal schauen, was wir hier haben. Ich wette, wenn wir hier reinspringen... Ne, das bringt nichts, weil dann der Weg schon viel zu hoch ist, wo es viel zu weit ist. Dann laufen wir doch einmal hier entlang. Haha, hat sich tatsächlich gelohnt, hier nochmal rein zu spazieren. Weil hier kriegen wir nochmal so einen Trunk. Mal gucken, was wir hier haben. Für coole neue Gegenstände und Waffen. Ah, ausverkauft. Achso, ja klar, das haben wir schon. Das haben wir hier. Für alle, die gerne gefährlich leben, gewährt einen gewissen Schutz vor Explosionsschäden. Das ist cool, das ist auch cool. Das fehlt mir noch. Dammit. Aber okay. Schön. Jetzt wissen wir, was das... Nom. Gibt der mir irgendwie Geld, wenn ich ihn aufesse? Nö. Irgendwie nicht. Na gut. Einmal kurz gespeichert. Und dann mal den Weg hier hochgesprungen. Boing. Wow! Leute! Ey, so wollte ich das nicht. Jetzt reicht's mir aber langsam. Euch hässlichen Pelikan-Features. Nein! Ich muss die sicherlich besiegen. Wie, die geben nicht mal was? Wie frech. Komm hier zurück ins Bild. Nein! Nein! So. Wie schlecht kann ich eigentlich sein? Sehr schlecht, um genau zu sein. So, was passiert hier jetzt? Aha, Natur. Ja, wenigstens etwas. Ein Schlüssel. Ah, es ist nur der Schlüssel drin. Toll. Ich hatte ja eigentlich gehofft,
dass wir ein bisschen mehr können. Aber egal. Hast du einen Schlüssel für den Tempel gefunden? Vielleicht hat ihn eines der Wesen hier stibitzt. Open the door. Es hat funktioniert. Gut gemacht, Junge. Bereit hinzugehen, Professor? Grundgütiger, nein. Ich gehe für mein Leben gern auf Abenteuer, aber ich bin sicher, dass ich dort drin sehr gefährliche Kreaturen lauern. Er scheint mir gerade ein Kämpfertyp zu sein. Nicht gerade ein Kämpfertyp zu sein. Könnt ihr beide dafür sorgen, dass ich da drin meine Studie durchführen kann, ohne dabei unterbrochen zu werden? Das dürfte den Jungen kein Problem sein. Ich wäre dir ja nur im Weg, oder, Jin? Wahrscheinlich. Der Professor bezahlt mich, damit ich ihn beschütze. Am besten mache ich das von hier draußen. Jin, wir sehen uns die Gruft an. Sehen uns in der Gruft, sobald du fertig bist. Danke. Sehr schön. Aber tatsächlich. Nom. Gibt mir das irgendwas? Lebenspunkt oder irgendwie sowas? Ja, einen halben Lebenspunkt. Komm her. Nom. Ich fülle erstmal auf kostengünstige Art und Weise meine Lebenspunkte auf. Hoffentlich kriege ich von den Kolibris nicht irgendwie Bauchschmerzen oder sowas. Nom. Nom. So. Jetzt traue ich mich da auch rein. So. Oh. Wie frech. So. Einfach mal ein bisschen Feinzeugs. Hey, wie hat der denn mich angegriffen? Alter! Verarsch mich. So. Absolut frech. Also das fand ich jetzt nicht gerade sehr freundlich. So, lass mich mal ganz kurz gucken hier. Ganz toll. Hier geht immer die Tür zu. Oh. Okay. It's snake time. Die Frage ist nur eins. Aha. Eins. Na komm. Okay, das ist auch nicht. Eins. Nee. Okay, alles klar. Raten. Eins. Zwei. Okay, das hat funktioniert. Ich werde dann das hier drei. Immer den weitesten Weg gehen. Aha, sag ich doch. Und vier. So. Einmal kurz auf Froschi wechseln. Für den Fall der Fälle. Aha, hier kann ich irgendwas erschnuppern. Es ist eine Kiste. Was haben wir hier drin? Geld. Naja, besser als nichts. Ich werde das Gefühl nicht los, dass gleich die Decke runterkommt. Oder keine Ahnung. Fantastisch! Genau diese Gruft wollte ich erkunden. Kannst du mir helfen, sie zu öffnen? Du hast die Rat... den Professor gehört. Hilf ihm, diese stinkende Gruft zu öffnen. Staub! Oh... Hey! Wie frech. Hey, eine der Fledermäuse hat gerade das Amulett gestohlen. Warum hast du sie nicht aufgehalten, Mac Malino?
Moment, Sie bezahlen mich damit, ich Sie beschütze, aber nicht um hässliche fliegende Säugetiere zu verscheuchen. Ah. Vorsicht, offensichtlich ist diese Gruft verflucht. Wir haben die Toten geweckt, als gäbe es in diesem Königreich nicht schon genug Monster. Jin, finde die Fledermäuse, die das Amulett geklaut haben. Wir treffen uns anschließend vor dem Tempel. Okay, aber kommt ihr zwei denn alleine klar? Natürlich. Ich bin Mark Malino. Ich halte diese Knochenköpfe auf und du besorgst das Amulett. Irgendwie glaube ich das nicht so ganz. Aber okay. Läuft. So, die sind durch diese Tür. Aber das ist gut. Hier kann ich zumindest... Die Lebenspunkte ignoriere ich einfach mal. What the fuck? Cats. Oh, das war gar nicht gut. Moment. Und jetzt? Und hier? Ah, hier komme ich irgendwie durch. Da, hier komme ich irgendwie durch. Und jetzt? Ach, komm schon. Wie dreckig ist das denn jetzt? Achso, hier kann ich lang. Hä? Check's nicht. Vor allem... Ganz geil. Schweinchen. Feuer. So. Ah, okay. Ich habe jetzt eine der Dingens besiegt. Got it. Upsa. Au. Wow. Knappe Geschichte. Klar, ich muss ja erstmal das hier machen. Ey, komm. Diese Reflexe, die man dafür haben muss. Der Wahnsinn. Aber okay, okay. Alles ist gut, alles ist gut. Jetzt haben wir es so einigermaßen geschnallt. Und, kleinen Moment. Schweinchen. Weg damit. Schnupper, schnupper. Schnupper, schnupper. Oh. So. Nummer 1. Aber das hilft uns jetzt hier an dieser Stelle gar nicht mehr so viel weiter. So, jetzt hat er hier, macht hier oben den Laser. Macht hier unten den Laser. Wupp! Und durch da. So, hier muss ich jetzt die Schlange werden. Hier durchlaufen. Hier durchlaufen. So, das ist kaputt. Stelle ich mir die Frage. Ach so.
So. Okay. Ich habe jetzt auch. So, jetzt fehlt nur noch der obere hier oben. Und ab durch den. Ja, das war die Geschichte. Boy. Okay, aber geschafft an dieser Stelle. Fehlt nur noch einer. Geschafft. Glück gehabt. Kostbares Schmuckstück müsste eigentlich in einem Museum ausgestellt werden. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas, was ich finden könnte? Nee. Meine Güte, das war jetzt mal gar nicht mal so schlecht. Muss ich gestehen. Aber hier habe ich jetzt nichts weiter, ne? Also ich könnte mir hier meine Lebenspunkte auf... Ja, komm, machen wir. Irgendwas sagt mir, dass ich... Ah, perfekt. Ich habe mit dem Amulett nach draußen geschafft. Hier, Professor. Vielen Dank, junger Krieger. Ich werde es sofort ins Museum schicken lassen. Hä? Ich glaube, ich nehme dieses Amulett lieber an mich. In meiner preisgekrönten Sammlung ist es besser aufgehoben als in einem langweiligen Museum, oder? Fang mich doch, Junge. Oh, das gibt's nicht. Dieser schäbige Halunke. Ich hätte wissen müssen, dass er ebenfalls hinter exotischen Schätzen her ist. Wetten, dass er das die ganze Zeit lange geplant hat? Hm? Jin, ich muss dich leider noch einmal um einen Gefallen bitten. Kannst du mir das Amulett wieder beschaffen? Ich bitte dich. Sie können sich auf mich verlassen, Professor. So, jetzt müssen wir mal schauen. Weil in diese Richtung gab es auch irgendwas. Zumindest ein Safe Spot. Das ist gut. Ah, okay, hier sind wir jetzt. Das heißt, wir sind hier einfach ganz normal. Die Frage ist jetzt, wo ist er denn lang? Ah, okay, alles klar. Netterweise wird mir angezeigt, wo er lang gelaufen ist. Gib das Amulett her, das du Professor Leverat gestohlen hast. Warum hat das so lange gedauert? Ich weiß, dass du das schneller kannst. Wir können ja Folgendes probieren. Wenn du mich in einem Wettrennen besiegst, gehört das Amulett dir. Was meinst du? Du weißt, dass es eigentlich dem Professor gehört. Aber na gut, ich spiele mit. Na nun? Oha, wer hat das denn gemacht? Okay. Schon ziemlich cute hier an dieser Stelle. Und langsam ist der definitiv nicht. Wow. Frech. Oh nee. Komm schon, das kannst du besser. Versuchen wir es nochmal. Zeig mir, was du drauf hast. Dann auch noch diese Hindernisse. Das ist ja gemein. Und hüpp. Dengli Bang. Das war knapp. Mal falle ich nicht drauf rein. Ach, schon wieder. 2 Zentimeter zu spät. Auf ein neues. Aller guten Dinge sind 3. Hopp. Nee.
Okay, aller guten Dinge sind vier. Ja, das mit dem in die richtige Richtung zeigen, das will mir irgendwie noch nicht so ganz. Und aufwärts. So. Erste Hürde. Und komm. Yes! Endlich. Ich wusste, dass du es kannst, Junge. Schön, dass ich endlich mal einen würdigen Gegner habe. Hier, das hast du dir redlich verdient. Okay. Danke. Hat gar nicht erwartet, dass du es wirklich rausrückst. Wir sehen uns wieder, insbesondere wenn du mal wieder einen Schatz findest. Kleine Randbemerkung. Achte immer darauf, wenn du bei der Suche nach diesen Kugeln vertraust. Woher weiß er das? Du hast es geschafft. Bitte nimm das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe. Das sieht aber nice aus. Eine Eisklinge. Ich wette, um sie zu finden, mussten sie ein ziemliches Abenteuer hinter sich bringen. Das Abenteuer meines Lebens, Junge. Diesen Schatz sehe ich lieber in den Händen eines Kriegers als in der Vitrine eines Museums. Danke und auf Wiedersehen, Professor. Gute Reise, Jin. Super. Für Gegnern Schaden zu, erzeugt Eisblöcke, wenn sie fließendes Wasser berührt. Ah! Genau das. Jetzt können wir hier nicht hoch. Nom. Nom. So, jetzt müssen wir nicht hier lang. Und wir müssen auf jeden Fall die Eisklinge ausrüsten, denn... Oh, das war jetzt nicht so cool. Boah. Puh. Hahaha, ich wusste doch, dass hier noch irgendwas ist. Achso, ja klar. Ich bin ja auch sehr intelligent. Ist ja kein Wunder, warum das nicht klappt. So, und Trüffelschweinchen, Idiot hören. Oh, noch mehr Tornados. Also dann, her damit. Wir könnten nur theoretisch sogar diese eine Schatzkiste öffnen. Njom. So, 20 Stück können wir jetzt. Und ja. Ups. Ach, komm. So. Durch da. Okay, hier geht's noch weiter. Knappes Ding, aber ich habe zumindest ein Herz bekommen. Oh, geil. Teleporter. Kann ja nicht besser laufen. Bling. Jetzt die Frage. Es geht hier zwei Richtungen lang. Hier erstmal diese hier. Okay.
kann hier einerseits irgendwas mit der Schlange machen. Andererseits irgendwas anderes. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal kurz auf die Schlange wechseln, um die Dinger platt zu machen. Ich glaube nämlich, dass wenn du hier oben mit dem Schweinchen den Schlüssel, genau, dann kommt jetzt nämlich hier auf Zeit. Kommen auch irgendwelche Explosiv-Typis. Na, komm schon. Und statt anzugreifen, ey, das zählt nicht. So, einmal kurz hier auf Feuer gewechselt. Bam. Bumm. So, kriege ich hier jetzt irgendwas? Nee. Hm, das ist natürlich genau die Art von... Ups, fuck. Von... Ecken, die ich total gerne habe. Vor allem, wenn er dann noch solche Moves macht. So. Aber trotz allem fehlt mir hier noch irgendwas. Ach, Moment. Das sind bewegbare Steinchen. Das heißt, ich kann hier nämlich doch hoch. Aha, Bounce. Aber die Frage ist, wo kommen wir dann hin? Hier passiert so nichts. Genommen. Dich habe ich gefressen. Oh. Okay. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Die Frage ist natürlich auch, selbst wenn wir den hier jetzt runterpacken. Ah, das könnte klappen. Das könnte tatsächlich klappen. Geht noch mal ein bisschen weiter. Ja, geilo. Und hier ist irgendwas zum Erschnuppern. Eine Kiste. Geld. So, und was haben wir jetzt hier oben? Ja, okay. Nein! Oh, wie mies! Also ich möchte zu gerne wissen, was da oben, was es da oben Cooles gibt, dass wir ich meine, es muss ja irgendwas sein, was sich lohnt, da hoch zu wandern. Okay, bei denen wissen wir jetzt zumindest, dass die völlig egal sind. Und darum einfach rüber da. Und bei dem eigentlich... Wow. Auch. So, genau. Diese Box brauchen wir auf jeden Fall. Und... So, jetzt aber. Toll, ich krieg zumindest einen Bumerang dafür. Denke, das ist eine schöne Sache. So, und wieder zurück zum Frosch.
Hey. So, wieder Frosch. In dieser Aufnahme werde ich auf jeden Fall noch abwarten. Momentchen mal. Die Dinger kommen noch wieder. Ja, jetzt kommt er wieder. So. Das hatte mich hier gekillt. Oh, das hatte mich hier gekillt. Ich vergaß. Welche Zauber haben wir gleich? So, das kriegen wir hin. So, sweet! Und was haben wir jetzt hier? Ein Frosch? Froschtalisman. In Froschgestalt kannst du dieses, kannst du damit zahlreiche Objekte und Gegner verschlucken, um Nice Feature. Definitiv. Und es wäre mir kein Wunder, wenn ich das sogar irgendwo gebraucht hätte. Oder brauchen werde. So. Und dann machen wir an dieser Stelle einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Oder in der nächsten Folge, besser gesagt.